So, ich habe ja heute den Seifenspender von Sacrotan. Das Gerät ist super und simpel. So sehen die Spender aus. Ich brauche einfach nur Kopf über. Ich zeige das hier auch einmal. Da ist also so eine Nase. Da wird einfach Kopf über drauf gesteckt. Dann ist er schon fertig. Hier unten ist eine kleine Kappe. Die kann man ganz einfach nicht. Das geht ein bisschen schwierig, weil das ist ja wasserdicht hier unten. Da sitzen die Batterien. Dann muss man vorher einen Plastikstreifen entfernen. Dann wird die Kappe wieder aufgesetzt. Dann muss man schon mal ein bisschen Kraft aufwenden. So, ich glaube, das war gerade nicht im Bild. Die braucht man nur, wenn man hier vor diese Kante drückt, dann kann man die abdrücken. Dann ist hier ein On-Off-Schalter. Den muss man natürlich anmachen. So, jetzt ist das Ding an einsatzbereit. Wenn ich da jetzt die Hand runterhalte, dann kommt nichts raus. Angeschaltet ist er. Richtig drin scheint er auch zu sein. Aha. Man muss einen kleinen Moment Zeit geben. Also die Menge ist absolut ausreichend zum Eimerhebende waschen. Ich halte nochmal drunter. Wenn man die Hand drunter hält, dann geht er von alleine weiter. Also wenn eine Dosis nicht reicht, dann hält man die Hand einfach weiter drunter und dann fließt dann so viel Seife in die Hand, wie man möchte. Diese Seife riecht recht fruchtig und die wäscht absolut hygienefrei und wirkt gegen Bakterien, so wie man das von Sacrotan gewohnt ist. Ich bin damit sehr zufrieden. Die Dosierung finde ich gut. Das Ding macht sich auch ganz gut im Badezimmer. Also das gibt schlechtere oder nicht so attraktive Halterungen für Waschcreme. Und von daher kann man zufrieden sein. Also ich kann die absolut weiterempfehlen, weil sie ist funktionell, sieht gut aus und macht sauber. Was will man mehr? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.